So, hallo und willkommen zurück bei ArcheAge. Wir sind auf dem Weg zu unserer nächsten Quest, wie eigentlich immer in einem MMO. Mal schauen, was die Marianne da vorne zu sagen hat. Wahnsinn, sie sucht schon so lange nach mir. Habe ich das goldene Zeichen? So, Ein schauen wir uns mal an. Leuchtkäferstich. Das Geburtsmal auf deinem Arm nannten sie so, als du ein Kind warst. Gelegentlich leuchtete es auf und strahlte, und du hast die besorgten Blicke bemerkt. Das bizarr regelmäßige Muster leuchtete auf deiner Haut wie eine Fackel. Dir ist nie jemand anderer mit einem Mal begegnet. Du hast noch nicht mal von jemandem gehört. Das Land deiner Geburt ist voller Legenden. Die große Expedition, 12 Abenteurer, welche die Geburtsstätte der Welt entdeckt hatten. Als Folge der Exodus von Auroria, dem nördlichen Kontinent. Und das Niederlassen in der neuen Heimat, die man jetzt Nuja nannte. Aber in keiner Legende war von einem goldenen, runengleichen Mal auf dem Arm die Rede. Es war eine perfekte Anomalie. Ja, so ist das. Ich bin ein Freak. So, damit soll ich das Zeichen, jawohl. Sie freut sich. Gut, dann muss es was Gutes sein. Großes Schicksal erwartet mich. Als Marian das goldene Mal zum Leuchten bringt, erzittern deine Muskeln. Verwirrende Erinnerungen kommen hoch. Leicht könnte man meinen, es wären deine eigenen, aber du siehst Städte, die nicht von Nuja waren. Es ist, als blickst du durch die Augen von jemand anderem. Als sie auf dem Markt Fisch kauft, siehst du ihr Gesicht im Spiegel eines Stands. Eine junge Frau mit braunem Haar, blasser Haut und den feinen Gesichtszügen einer Adligen. Die Erinnerung verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist, und du bleibst unsicher zurück. Du fragst dich, ob Marian wollte, dass du das siehst, aber sie lässt sich nichts anmerken. Du hast immer gehört, dass, als sie während der Zerstörung von Auroria starben, die Mitglieder der Expedition ihre Erinnerungen an die Überlebenden ihres Volkes weitergaben. Auch wenn die Erinnerung mit der Zeit verblasste, konnten sich besonders Begabte dennoch erinnern. Weil die Bewohner Aurorias durchs Jenseits gingen, damit sie während des Exodus in Sicherheit waren, heißt es, dass die Erinnerungen der Göttin Nui besonders stark empfunden werden. Bevor die Reise sie in die Göttin Nui verwandelte, war sie eine wohltätige Edeldame namens Ejana. Dein goldenes Mal brennt, eine neue Erinnerung. Ein charmanter Vagabund bettelt um Essen. Alles klar. Ob das jetzt wirklich hilft? Bisher bin ich mehr verwirrt als belehrt. Assassin. Das klingt doch nach einer Aufgabe, die man erledigen kann. Viele Leichen. Nein, unbewaffnete Mädchen töten in der Regel keine Leute. Je mehr Marian von Lucius sprach, was sie oft tat, und ihm das Massaker zuschrieb, das du sahst, desto mehr Erinnerungen füllen deinen Kopf.
Es war klar, dass es Eanas Erinnerungen waren. Sie nutzte den Reichtum ihrer Familie, um eine Suppenküche für die Armen zu unterhalten. Du siehst den lächelnden Vagabunden jeden Tag bei der Suppenküche um Essen betteln. Eana schalt ihn schließlich, da er unversehrt war und sich auf die Wohltätigkeit anderer verließ. Mit einem Lächeln gab er ihr zwei Karten zu einem Schauspiel in einem Theater. Als du dich an mehr erinnerst, erkennst du, wie Eana, dass dieser Mann Lucius Quinto war. Ein berühmter Bühnendichter. Ob das Marians Lucius war? Welcher Dichter konnte so ein Massaker anrichten? Vor allem einer, der so viel Charme besaß. Die Charmanten sind immer die Heimtückischen. Was zuckt da? Ich dachte, die sind tot. So, nimm einen Monolithenantrieb vom westlichen Monolithen. Das müsste hier sein. Kann ich denn hier was nehmen? Ja, sieht so aus. Puh. Fast wie eine Archäologin. Ja, natürlich. Hübsches Bild können wir uns an die Wand hängen, wenn wir dann irgendwann mal ein Haus haben. Aber zunächst hätte ich erstmal gern ein Reittier. Nur die Frage ist, wo? Wo finden wir das Reittier? Aber die Gegend hier gefällt mir, muss ich schon sagen. Wir rennen mal ein bisschen schneller. Eine fleischfressende Biene. Oh mein Gott. Killerbienen. Genau. Ich bin Hobbyarchäologin und arbeite mit Miles zusammen. Die fleischfressenden Bienen greifen deine Schafe an. Na dann. Müssen wir das ändern? Die macht schon ordentlich Schaden, die kleine Biene. Und da ist mir das Spiel abgestürzt. Und da ist mir gerade das Spiel abgestürzt. Aber wir sind wieder da. Ich durfte wieder die komplette UI einstellen. Yippie. Ja, das sollte er definitiv sich merken. Genauso wie, dass ich das Tutorial nicht sehen will. Gut, wir waren dabei, Tiere zu töten.
ist irgendwie ein bisschen unschön. Das ist jetzt irgendwie schon das dritte oder vierte Mal, dass mir das Spiel abstürzt. Nicht während dem Let's Play, aber beziehungsweise Let's Test, aber vorher ist es mir schon beim Testen abgestürzt. Sehr schön. Vielleicht liegt das auch noch am Beta-Status. Ich hoffe, dass das bis zum Release ein bisschen stabiler läuft. Ich würde gerne noch ein paar Bienen töten. Recast-Zeiten sind relativ lange. Na komm, stirb schon. Noch eine. Das Vieh auch treten. Sehr schön. Die Schafe sind wieder sichtbar. Wird ihr sicher und ich krieg ein paar Heiltränke und Erfahrung. Sie wird ihre Fleischquote nicht erfüllen. Das soll ich jetzt jemandem ausrichten. Das kriegen wir hin. So. Irgendwie habe ich meine Primärquest auch in Wachstal. Das hier sieht doch aus, als würde man hier das Housing-System ein bisschen sehen. Bin ich. Sehr schön. Ich soll mich in einem Modellhaus umschauen. Ja, warum nicht? Gucken wir doch mal hier in die kleine Holzhütte rein. Mit Bärenfell. Ja, sehr hübsch. Mit Balkon. No, frisches Baguette zum Frühstück. Sehr schön. Ja, so kann man sich das doch gefallen lassen hier. Schön vom Balkon aus die Gegend beobachten. Sehr nett. Kerzen kann man scheinbar auch anzünden. Und in den Kisten kann man dann seine Beute verstauen. Felder kann man anbauen. Aber das hier sind nicht unsere. Deshalb ernten wir hier lieber nichts. Ja. Wie steuern? Nicht sehr steuern. Ein idyllisches Plätzchen hier. Und noch mal ein bisschen schneller. Hier können wir uns einen Buff holen. Hallo, Wachen. Ein scheckiges Pferd. Das klang jetzt fast so, als dürfte ich es mitnehmen, aber ich gehe stark davon aus, dass das nicht so ist. In Schwierigkeiten? Nein, ich bin noch nicht in Schwierigkeiten. Komme ich denn in Schwierigkeiten? Die blutige Hand war jahrelang ein häufiges Thema in den Gesprächen von Solsrid. Sie waren als Geheimbund von Assassinen bekannt, der mit allen Gesellschaftsschichten zu tun hatte. Die Motive der Gruppe lagen immer im Geheimen. Aber Gerüchte sprachen von religiösem Fanatismus und einer Ränke, den Sichelmondthron zu regieren. Ihnen wurde eine Reihe Entführungen vorgeworfen
und sie wurden zu Solzrids Schreckgespenstern. Kinder hatten Angst und Eltern einen guten Grund, ihre Häuser bei Nachteinbruch zu sichern. Natürlich hatten diese Phobien der Bewohner wenig mit der eigentlichen Organisation zu tun. Angeblich hatten sie den letzten König ermordet und waren sehr gefährlich und mächtig geworden. Du fragst dich, ob es so etwas zu Ianas Zeiten auch schon gegeben hat. Aber sie hat keine Erinnerung an die Assassinen oder ihr Markenzeichen, die blutroten Handschuhe. Sehr mysteriös. Wolfus. Ich soll den Handschuh nach zum Sichelmondrot bringen und General Govanon finden? Ja, warum nicht? Hallo Gilbert. Schafsfleisch, okay. Ja, Skill Upgrades. Ich mag Skill Upgrades. Aufseher Paul. Hallo Rinji. Das klingt doch, als bekommt man hier ein Reittier. So, ein Fohlen, um das sich jetzt keiner kümmern kann. Das machen wir doch freiwillig. Oh, wie süß. Sitzt hier. Okay. Liefere das Fohlen bei Viad ab. In mega Geschwindigkeit. Bis zur Unendlichkeit und viel weiter. Oh ja, kümmert sich das Fohlen, das klingt gut. Vitalwurzeln. Braun, grau oder erdfarben? Ja, nehmen wir grau. Grau? Beziehungsweise wir müssen erstmal einen Samen pflanzen, genau. Rechtsklick auf den Samen und einfach pflanzen. Das dauert jetzt eine Zeit. 27 Sekunden. Ah, und hier haben wir die zur Auswahl. Du bist bestimmt das Graue. Du bist das Braune. Beziehungsweise das Erdfarben. Das Graue sieht ja aus wie ein Esel mit den langen Ohren. Aber es gefällt mir im Prinzip, glaube ich, am besten. Ja, doch. Na, da ernten wir dich mal. Tierfutter ist schließlich wichtig. So. Ein graues, bitte. Sehr schön. So, wir haben jetzt ein Tier. Das nehmen wir auch raus und stellen es mal ab. Und füttern es. Beziehungsweise erst unterhalten wir es. Und jetzt füttern wir es. Ein heranwachsendes Jungtier. Hier ist doch ein Brunnen in der Nähe, oder? Das arme Tier hat bestimmt Durst. 4 Sekunden wird's groß. Oder größer. Hey, er springt einfach über mich drüber. Genau. Erstmal was trinken. Und ein bisschen damit spielen, mit dem Fohlen. Sauber machen. Jetzt ist es glücklich. Ein glücklicher kleiner Esel. Zumindest sieht's so aus. In 2 Sekunden. Tanzen wir. Und da ist es groß. Einfach so. Plopp. Mit F kann man das einpacken. Und mit Rechtsklick kann man es wieder rausholen. So muss das sein. Und G steigen wir auf.
Sehr schön. Genau, das Pferd labbelt mit mir. Beziehungsweise, wenn man es lange genug draußen hat, also nicht im Inventar hat, steigt es im Level auf. Im Moment hat es Stufe 5. Wenn es stirbt, kann man es entweder mit einem Trank